Schwerter, Speere, Spieße tragen Pudelmützen, damit sich das süße Kind nicht daran stößt. Die Prinzessin soll sich an ihrem 15. Geburtstag an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Bravo, mein Mädchen, bravo. Du, Amme, sag mal, stimmt das, dass ich jetzt wirklich bald heiraten muss? Ich habe gehört, es kommen ein Haufen Prinzen zur Geburtstagsfeier, die alle mich zur Frau begehren. Puh, also das ist doch wohl. Freu dich doch. Du bist gerade im richtigen Alter. Was? Ich bin noch viel zu jung für einen Mann. Und außerdem will ich heiraten aus Liebe und nicht, weil ich 15 werde. Ja, aber alle Prinzessinnen heiraten im 15. Jahr. Du, das ist so Brauch und Sitte. Ach, und die Liebe, mein Mädchen, die stellt sich dann mit der Zeit schon ein. Auch ich möchte dir nämlich gratulieren. Ich habe ein hübsches Geschenk für dich, dass du dich freust. Ach, das ist ja schön. Was ist es denn? Nun, wart's mal ab, mein Kind. Ich hole es. So, schau. Wie hübsch, nicht? Wie gefällt es dir? Nun, es ist wirklich ganz, ganz außergewöhnlich schön. Nun, zuerst musst du dort die Spindel wechseln. Schau. Ach, die Spindel. Ja, also ich habe die Spindel. Nun, sei vorsichtig. Sie ist sehr spitz, dass du dich nicht verletzt. Ja, ich werde schon aufpassen. Boom! Oh. Oh weh. Ich muss mich mal setzen. Och, mir ist so schwindlig. Ich werde mich besser mal hinlegen. Ja, ja. Oh, oh, wie müde ich auf einmal. Oh, oh. Nun, mein Mädchen, nun bist du dahin. Von nun ab bist du tot. Vergiss nicht, Schwesterherz, was ich zur Taufe des lieben Kindes schwur. Nicht tot soll das Mädchen sein, sondern in einen tiefen Schlaf fallen. 100 Jahre soll das Schläfchen dauern, keine Stunde länger, bis das ein Mann, der dich wahrhaftig liebt, erwecket und erlöset. Seit Tagen reite ich vor mich hin, bin weit weg von zu Hause, wohl über Stock und Steine und mache selten Pause. Der Holperweg bringt mich voran, durchquere Wald und Wiesen. Ob's regnet, stürmt oder schneit, das kann mich nicht verdrießen. Ching, ching, rassabum, tröre, trapp los, meine liebe Angela. Nun schneller doch, hopp, hopp, galopp, sonst kommen wir niemals an, weil er... Die Adresse stimmt. Nur Don Röschen ist nicht da. Hallo, ist da wer? Wer bist du? Und was willst du? Guten Tag, schöne Frau. Schönen Tag, gute Frau. Ich bin Prinz Udo von Lindenfels. Ich bin hierher gekommen, um Don Röschen zu befreien. Ich habe von ihr im Traum geträumt. Und nun will ich sie befreien und dann heiraten. Wie war das gleich? Abracadabra, schwarze Seele, hört ihr Geister, ich befehle. Rosenhecke, stark und alt, öffne dich nun einen Spalt. Denn, wie alle Kinder wissen, muss ich jetzt ein Röschen küssen. Yes!